Mein Name ist Hans-Joachim Fuchs. Ich bin Geschäftsführer von China Brand Consulting. Neben mir sitzen meine Kollegen Mareike Seselberg, Juristin und IP-Consultant. Sie wird Sie durch den Dschungel des chinesischen Cyberrechts führen. Und Yixiao Li ist unser IT-Consultant, Ingenieur und Informatiker, der sich auf die technische Seite konzentrieren wird. Er wird in englischer Sprache referieren. Wir haben drei große Komplexe. Zum einen geht es um die aktuellen neuen Vorgaben des verschärften chinesischen Cybersicherheitsgesetzes. Sie haben davon gehört, dass die chinesische Regierung die gesetzlichen Vorgaben massiv verschärft hat, auch für ausländische Unternehmen, die in China tätig sind. Hier kommen große Handlungserfordernisse auf deutsche und europäische Unternehmen zu. Im zweiten Punkt geht es darum, wie man chinesische Cyberangriffe bekämpfen kann. Darauf werde ich mich konzentrieren. Und schließlich ganz konkrete Handlungsanweisungen. Was muss Ihr Unternehmen, was sollte Ihr Unternehmen jetzt tun? Dann übernehme ich. Vielen Dank für die Einleitung. Wie gerade eben schon gesagt, ich werde Ihnen etwas erzählen zu der Gesetzeslage betreffend Cybersicherheit in China. Ich möchte erst einmal starten mit einem kurzen Überblick über die Entwicklung des Cyberrechts in China. Die erste Gesetzgebung zu dem Thema gab es in China tatsächlich schon 1994, die Sicherheitsbestimmungen für Computerinformationssysteme. Seitdem hat sich immer mal wieder ein bisschen was getan, wie Sie hier sehen können, 1996, 1997. Und es kamen immer mehr Gesetze, 2007, 2010, verschiedene Vorschriften zu Informationssicherheit, Verwaltung von Computernetzwerken. Und dann eben 2016 das Cybersicherheitsgesetz, das bislang wichtigste Gesetz zu dem Thema. Und nachdem dieses Gesetz rauskam, hat China noch eine ganze Menge ergänzende Vorschriften und Standards herausgegeben. Das heißt, wenn man sich mit dem Cyber-Security-Recht in China auseinandersetzt, reicht es nicht, einfach nur ins Cybersicherheitsgesetz zu gucken. Man muss auch alle ergänzenden Vorschriften beachten. Hier können Sie sehen, zum Beispiel 2017 die Regulierung zum Schutz von Critical Information Infrastructure, Verzeichnisse von Netzwerk, Schlüsselequipment und Spezialprodukten und 2017 auch die für ausländische Unternehmen sehr wichtigen Maßnahmen zur Sicherheitsbewertung der grenzüberschreitenden Weitergabe von persönlichen und sensiblen Daten. Und wie Sie hier sehen, auch noch im Jahr 2017 und 2018 weitere Vorschriften, wie beispielsweise 2017 ein sehr wichtiger Standard, die Regeln für den Schutz persönlicher Daten, ein bisschen DSGVO ähnlich. Und 2018 die sehr relevante Vorschrift zur Überwachung und Kontrolle der Sicherheit im Internet durch die öffentlichen Sicherheitsorgane. Auch das eine Vorschrift, die Unternehmen sehr direkt betrifft. Viele von diesen Vorschriften sind momentan noch im Entwurfsstadium. Sie sind noch nicht offiziell gültig, aber es ist auf jeden Fall wert, sie schon mal zu beachten, denn sie werden in Kraft treten. Und lieber zu früh vorbereitet sein, als damit hinterherhinken. Was diese Folien vor allem zeigen, ist, es ist nicht damit getan, dass Sie sich Cybersicherheitsgesetz angucken. Es gibt viele andere Vorschriften, die beachtet werden sollten. Ein sehr komplexes Thema also. Hier eine Struktur des Cybersecurity-Gesetzes. Es lässt sich grob in fünf Teile strukturieren. Einmal die Sicherheitsanforderungen an Netzwerkbetreiber. Das betrifft im Grunde jedes Unternehmen, das ein Internet oder Intranet betreibt, also heutzutage eigentlich jedes Unternehmen. Der Schutz der kritischen Informationsinfrastruktur, hierzu werde ich später noch mehr erzählen. Nicht jedes Unternehmen besitzt kritische Informationsinfrastruktur gemäß der Definition des Gesetzes. Gut für alle, die nicht dazu zählen, für Leute oder beziehungsweise für Unternehmen, die zu den kritischen Informationsinfrastruktur zählen, gelten noch strengere Vorschriften, vor allem was die Beschränkung der Übertragung von Daten ins Ausland angeht und die Speicherung der Daten. Ein dritter Teil ist der Schutz der persönlichen Informationen.
Auch hier wieder sehr DSGVO ähnlich, wie darf mit personenbezogenen Daten umgegangen werden, welche Daten dürfen erhoben werden, wofür wird die Einverständniserklärung des Nutzers benötigt, bevor ich Daten erhebe und so weiter. Dazu auch später mehr. Ein weiterer Teil, Teil Nummer 4, die Zertifizierung und Sicherheitsüberprüfung von Cybersecurity-relevanten Produkten. Auch das ein wichtiger Teil, der Auswirkungen auf Unternehmen hat. Und natürlich die gesetzliche Haftung, denn kein Gesetz kann durchgesetzt werden, ohne dass eine Haftung, dass es eine Haftung gibt. Die Haftung ist auch sehr interessant hier. Auch dazu werde ich später noch etwas mehr erzählen. Wir können natürlich nicht auf alle Vorschriften des Gesetzes eingehen. Ich möchte mir einige Vorschriften rauspicken und etwas mehr dazu erzählen. Erste Vorschrift oder erster Vorschriftkomplex, die Netzwerksicherheit. Wie der Titel von dem Gesetz schon erahnen lässt, es geht um Cybersecurity, also Sicherheit von Netzwerken. Hier schreibt das Gesetz vor, dass Unternehmen auf jeden Fall ein internes Sicherheitsmanagement einrichten müssen. Und es gibt konkrete Bestimmungen und ein Verantwortlichen für die Netzwerksicherheit eben bestimmen müssen. Außerdem wird vorgeschrieben, dass der Netzwerkbetriebsstatus überwacht werden muss und außergewöhnliche Vorkommnisse im Netzwerk so eben auffallen müssen und je nach Schwerwiegendheit auch gemeldet werden müssen an Behörden. Hierzu dient auch die Aufzeichnung der Netzwerk-Log-Daten für mindestens 6 Monate, zu der Unternehmen nach dem Cybersecurity-Law verpflichtet sind. Weitere Aufgaben des internen Sicherheitsmanagements beinhalten unter anderem die Verwaltung der Betriebs- und Informationssysteme, soweit nichts Besonderes, die Durchführung von Background-Checks bei Personal, das mit Daten und vor allem mit sensiblen Daten oder großen Datenmengen umgeht, die Überwachung und die Überwachung der Computernetzwerke. Eine weitere interessante Vorschrift, die allerdings hauptsächlich Betreiber bzw. Unternehmen betrifft, die in den Bereichen Domainregistration, Festnetz oder mobile Telefonie Informationsoffenlegung, Datenbanken und Instant Messaging tätig sind, ist die Vorschrift zur Identitätsprüfung. Die Identitätsprüfung bezieht sich darauf, dass diese Dienstleistungen eben nur erbracht werden dürfen, wenn die wahre Identität des Nutzers offengelegt ist. Das heißt, das Unternehmen, das solche Dienstleistungen bringt, muss einen Identitätsnachweis des Nutzers fordern. Hierfür wird momentan ein API verwendet, die sich NCIIC API nennt. Das steht, soweit ich das rausfinden konnte, für National Citizen Identification Interface China. Hierbei handelt es sich schlichtweg um ein System, mit Hilfe dessen Namen die ID, Telefonnummern und Bankkonten sowie Gesichtszüge verifiziert werden können und darüber eben ein Nutzer dann identifiziert. Dann die Erhebung von Nutzerdaten. Das wird wohl mehr von Ihnen betreffen. Werden Nutzerdaten erhoben, muss das Einverständnis der Nutzer eingeholt werden. Wie vorhin schon gesagt, dieses Gesetz weist einige Parallelen zur DSGVO auf. Sie müssen den Nutzer erklären, wofür sie die Daten verwenden und was sie damit vorhaben. Und sollte ein Nutzer feststellen, dass ein Netzwerkbetreiber, also das Unternehmen, mit den Daten etwas macht, was sie nicht machen sollen, oder die Daten nicht korrekt sind, haben die Nutzer das Recht, Korrektur und Löschung zu beantragen. Da das ja inzwischen dank DSGVO auch hier so ist, ist das keine große Neuerung, ist aber eben jetzt auch in China zu beachten. Ein sehr wichtiger Punkt des Cybersecurity-Gesetzes ist die Definition von CIOs. Das sind die vorhin genannten kritischen Infrastruktur bzw. die Betreiber von kritischer Informationsinfrastruktur. Das Cybersecurity Law gibt hierfür eine Definition raus.
CIOs sind nach Cyber Security Law Unternehmen, die Dienstleistungen in den Bereichen öffentliche Kommunikation, Information, Energie, Transport, Wasserwirtschaft, Finanzierung, öffentlicher Dienst, E-Government oder in ähnlichen Branchen anbietet. Viele dieser Branchen sind für ausländische Unternehmen eh nicht zugänglich, beziehungsweise in vielen dieser Branchen dürfen ausländische Unternehmen nicht tätig werden. Aber es sind auch Unternehmen, CIOs, die besonders riskante Daten verarbeiten oder sehr große Mengen von Daten. Hier ist Pi mal Daumen, gibt es eine Vorschrift, in der mal die Menge 1000 Gigabyte auftaucht. Diese findet sich aber nicht im Cybersecurity-Gesetz. Das heißt, die große Menge an Daten wird wohl auch situationsbedingt oder je nach Gericht, wenn sowas vor Gericht landet, dann beurteilt werden. In einer weiteren Vorschrift der hierarchischen Schutzmaßnahmen für Cybersicherheit, die dazu dient, die Sicherheitsstruktur von Unternehmen in verschiedene Stufen einzuteilen, dazu wird auch mein Kollege John später noch etwas erzählen, entsprechen die Stufen 3 und 4 den CIOs. Dieses System hat 5 Stufen, die sich quasi von 1 zu 5 steigern. 1 sind quasi normale Unternehmen, die Daten, wenn Daten verloren gehen oder missbraucht werden. In dem Fall ist dann eben nur die Rechte von Bürgern oder juristischen Personen beschädigt, aber keinen größeren Einfluss auf die chinesische Wirtschaft oder den Staat hat. Die Stufen 3 oder 4 sind dann Unternehmen, bei denen quasi ein Zusammenbruch des Informationssystems oder ein Diebstahl von Daten dazu führen kann, dass die soziale Ordnung und das öffentliche Interesse ernsthaft geschädigt werden und die nationale Sicherheit auch ernsthaft geschädigt wird. Diese Begriffe soziale Ordnung und das öffentliche Interesse sind sehr chinesische Begriffe. Ich möchte jetzt nicht weiter darüber reden, wie diese ausgelegt werden. Das geht zu weit. Weitere Vorschriften für CIOs jetzt, das betrifft Ihr Unternehmen also nicht, wenn Sie kein CIO sind, ist die Speicherung von Daten. Diese Unternehmen müssen personenbezogene und wichtige, sensible Daten in China speichern. Ist eine Speicherung im Ausland notwendig, muss das von den Behörden erstmal genehmigt werden und die Daten werden dann erstmal einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. In China gespeicherte Daten müssen jetzt für alle Unternehmen, nicht nur CIOs, dem Verschlüsselungsstandard GBT 31503 entsprechen. Und es gibt momentan einen Entwurf, einen Gesetzesentwurf oder einen Entwurf für eine Vorschrift namens Regelungen der Maßnahmen zur Sicherheitsbewertung der grenzüberschreitenden Weitergabe von Daten. Es handelt sich hierbei momentan noch um einen Entwurf, der könnte aber in Zukunft, wenn er in Kraft tritt, für Unternehmen durchaus relevant werden. Das würde ich betonen, Mareike. Wir haben sehr viele Mandanten, die sich hier große Sorgen machen. Die grenzüberschreitende Weitergabe von Kundendaten, technischen Daten, Werkstattinformationen, Maschinendaten und so weiter. Also hier gibt es sehr große Bedenken. Dürfen wir jetzt unsere Daten, in China erhobenen Daten, einfach an die Zentrale in Deutschland, in der Schweiz senden? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Genau. Hier ist momentan dieser Entwurf ist noch nicht rechtskräftig. Wenn Sie bisher Daten übertragen haben und das nicht in riesigen Mengen, ist das momentan auch noch möglich. Aber Sie sollten eben sich darauf vorbereiten, dass es möglicherweise in Zukunft hier einige Änderungen geben könnte. Weitere konkrete Vorschriften für CIOs sind jährliche Penetrationstests. Das heißt, Sie müssen diese Tests durchführen, um einmal jährlich mindestens die Netzwerksicherheit zu überprüfen und mögliche Risiken zu identifizieren. Ob Sie diese Tests selber durchführen oder eine Drittfirma damit beauftragen, ist Ihnen überlassen. CIOs sollten außerdem auf jeden Fall Background-Checks der Verantwortlichen für Cybersicherheit durchführen und auch die verantwortlichen Mitarbeiter regelmäßig trainieren und ausbilden, in Bezug auf Cybersecurity, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was gemacht werden muss.
Hier schon einmal ist es wichtig, das alles zu dokumentieren. Wenn Sie es nicht dokumentieren und vor allem nicht rechtskräftig dokumentieren, ist es, wie wenn es nie passiert wäre. Nun zur Durchsetzung. Natürlich muss es auch Durchsetzungsmechanismen geben, sonst funktioniert ein Gesetz nicht. In China gibt es eben jetzt seit 2018 die vorhin schon erwähnte Vorschrift zur Überwachung und Kontrolle der Sicherheit im Internet durch die öffentlichen Sicherheitsorgane. Diese Vorschrift ist bereits in Kraft und erlaubt es den Sicherheitsbehörden in China, Unternehmen zu kontrollieren und im Rahmen dieser Kontrolle auch Daten, sicherheitsrelevante Daten einzusehen und zu sichern. Diese Inspektionen müssen nach der Vorschrift angekündigt werden. Leider gibt es in der Vorschrift aber keine konkrete Aussage dazu, wie viel vorher. In der Vorschrift steht eine angemessene Zeitspanne davor, schriftlich. Das ermöglicht quasi willkürliche Inspektionen. Uns sind davon noch keine Fälle bekannt, aber was Sie damit dafür mitnehmen können, ist, seien Sie jederzeit bereit, dass sowas kommen kann und auch sehr spontan kommen kann. Nicht wie in Deutschland oder Europa, wo man 3 Monate Zeit hat, bevor die Aufsichtsbehörde kommt und Datenschutz nachprüft. Sie müssen natürlich mit den Behörden kooperieren, wenn solche Kontrollen kommen. Sie müssen auch mit den Behörden kooperieren in Bezug auf Cyberkriminalität. Sollte auf Ihrer Seite Verhalten gefunden werden, das illegal ist, müssen Sie das an Behörden melden. Genauso müssen Sie an Behörden melden, sollten Sicherheitsprobleme in Ihrem Netzwerk auftreten oder Daten gestohlen werden. Nun ein kurzer Chart zur Haftung. Die Haftung, die Haftungssummen sind enorm gestiegen. Es haften auch nicht nur Unternehmen, sondern es haften auch die verantwortlichen Manager. Und sollten Daten veruntreut werden oder verkauft worden sein, illegale Einnahmen damit gemacht worden, kann man sogar bis zum 10-fachen der illegalen Einnahmen haften müssen. Und was am schwersten trifft, ist natürlich, dass sie nicht nur Strafe zahlen, sondern es kann auch sein, dass verantwortliche Manager Haftstrafen bekommen, entlassen werden oder im schlimmsten Fall ihr Unternehmen sogar die Geschäftslizenz entzogen bekommt. Es gibt schon einige Urteile aufgrund des Cyber Security Laws. Man kann sagen, dass es ein bisschen Vorführurteile waren, aber es ist davon auszugehen, dass China durchaus ernst macht und auch nicht ganz so berühmte Unternehmen wie die bisher Verurteilten rannehmen wird. Bisher gibt es sehr bekannte Urteile eben zu Weibo, Baidu und Tencent. Ich gehe mal davon aus, diese Unternehmen sagen Ihnen allen was. Weibo, das chinesische Twitter, Baidu, das chinesische Google und Tencent, das Facebook, WhatsApp, Twitter, gemischt von allem. Diese Unternehmen wurden alle aufgrund des Paragraphen 68 des Cybersicherheitsgesetzes verurteilt. Das heißt, sie haben Probleme gekriegt, weil sie illegale Inhalte nicht von ihren Seiten gelöscht haben. So viel zur Haftung. Ich werde jetzt an meinen Kollegen John übergeben, der Ihnen mehr dazu erzählen wird, wie man chinesische Cyberangriffe erkennt und vor allem, wie man sie bekämpfen kann und das nicht nur online, sondern eben offline. Bitte, John. Hello, so this is John. I'm the IT consultant of China Brand. And as an IT consultant, I can tell you that the most cyber attacks that is to the German companies are from China, not as the people always think it's from Russia or from the States. And a feature in China is that we have a specific group of hackers which are called the red hackers, which is basically hacker combined with patriotism, and they totally agree with the Communist Party and they will hack whatever the Communist Party want them to hack. And we also have some normal hackers which I divided them into two groups, which is first of all, they will store the data of your company. And then the second of all, they will do the DOS attack to your company
by which is that they release the DOS tools online, and then they will let the people download it freely. I call it the voluntary DOS attack, which is the most hard to prevent for all the servers, all the companies. And with the development of the blockchain technology, and then I believe that everyone knows about the Bitcoin. And one of the stuff that we have is that the encryption command is implemented in every computer since Windows XP. And then the hackers can easily use the encryption command in your computer and then encrypt all your data and then send the private key back to his computers, and then they can backmail you by Bitcoin or something. The most vivid example is what we have last year. It's about the WannaCry virus. According to the data from our country, is that the reason that you got hacked or your website got hacked or your data got stolen is not because some experts are very experts, they use very high-tech technologies. It's because that your website or your servers get some very low technical or very simple vulnerabilities. For example, the SQL injection, because of the poor programming habit and the use of some straightforward names, or some XSS vulnerabilities because you are going to related your website to another one. So my point is you should check your server about the vulnerabilities. John, I think we should highlight one important point. There's a difference between Russian and Chinese hackers. The Russian hackers are focused normally mainly on political targets like Deutsche Bundestag or so, or they are interested in money. They want to make money. That's totally different to China. The Chinese hackers are focused on data, information, know-how. The Russian hacker wants to make money and buys a villa. And the Chinese hacker wants to create its own business, for example, in a high-tech sector of whatever, new materials or so. It's totally different. Okay. We must make the difference between Russia and China. Good, wie können wir Angriffe online offline ermitteln und in China verfolgen? Es ist bekannt, dass wir Hackerangriffe aus dem Ausland nicht digital tracken können. Das geht nicht. Wenn Sie das versuchen, landen Sie an irgendwelchen Firewalls oder auf einem Server in Nordkorea. Das ist unmöglich. Wir haben einen Fall hier, da sind wir in Somalia gelandet, somalische Equipment. Das geht also nicht. Wir können aber im Feld, in der analogen Welt ermitteln. Warum? Hinter jeder Cyberattacke steht immer irgendeine Person, eine reale Person, eine Gruppierung, eine Organisation. In China sind es meistens Unternehmen, die mit privaten Hackern zusammenarbeiten. Und deren Identität ist bekannt. Die haben ein soziales Umfeld, die reden sehr viel. Die kann man erfragen in der Szene, in einem Spot und dadurch erkennen und auch verfolgen. Das ist der Punkt. Wir haben also keine Chance, Hackerangriffe aus China digital zu verfolgen. Das geht gar nicht. Aber wir haben eine Chance, sie analog zu verfolgen. Wie gehen wir vor? Die chinesische Industrie ist immer sehr stark fragmentiert. Es gibt Spots. In Xi'an finden Sie die gesamte Luftfahrt inklusive Drohnentechnologien. Es gibt eine Wealth City, da haben wir 13.000 Hersteller und Händler von Ventiltechnologie für Festo, hochrelevant. Also wenn Festo eine Anfrage hätte, würde ich zuerst in diese Wealth City gehen und dort mal mich umhören. Tunnelbohrmaschinen, Herrenknecht hat wieder andere Cluster und so weiter. Das macht es uns einfach, mal einen Ansatzpunkt zu finden. Wir können regionale Spots identifizieren, aus denen heraus Hacker agieren. China hat eine blühende Hacking-Szene. Es gibt Hacking-Universities, es gibt Hacking-Tools, Tausende zum Downloaden, Hacking-Anleitungen. Im Gegensatz zu Deutschland, wir haben eigentlich nur den Chaos Computer Club, glaube ich, und sonst ist da nicht viel in der Öffentlichkeit bekannt. In China ist es ganz umgekehrt.
eine ganz gigantisch große Szene. Es gibt Hackergruppen, Hacker, Star-Hacker, Hacker mit Spezialkenntnissen für Material und so weiter, Automotive und so weiter. Das heißt, auch da wieder haben wir Ansatzpunkte für Field Investigation. Wir können uns in so einen Spot hineinbegeben, uns unter die Leute mischen und undercover nach einem bestimmten Know-how fragen. Skillful Conversation. Das ist das Social Engineering. Ich kann fragen, gib acht, ich interessiere mich für Technologie im Bereich Smart Kitchen, Digitalisierung von Küchen. Mein Auftraggeber sei eine deutscher Hersteller von Küchen und der wird offensichtlich da vermutet, dass er aus China gehackt wird. Und da können wir mal gleich in diesen Spot hineingehen und uns durchfragen, wer kann uns sowas verkaufen. Wir suchen ja dieses Know-how für den Export in die Arabischen Emirate. Und das führt dann auch sehr schnell zu Antworten, in der Regel. Wir haben Fälle gehabt früher, da hat ein Know-how-Dieb sein Wissen 7-mal weiterverkauft. Also die Bereitschaft, sowas zu offenbaren und dann anzubieten gegenüber Fremden, ist relativ groß. Das machen wir auch in sozialen Netzwerken. Wir können dann diese Hacker-Netzwerke mappen, also ganze Netzwerke ermitteln, grafisch darstellen und auch Informationen aus dem Internet zusammen. Das ist so ein Tool. Wir können, wenn wir ermitteln, das geht nur bei Ermittlungen, Tools einsetzen, die zum Beispiel hier in diesem Falle die Zahlungen, die Finanzströme tracken, ermitteln. Wer hat was, wann, wie, an wen bezahlt. Das ist natürlich bei der Ermittlung von Cybercrime sehr, sehr hilfreich. Mit solchen Geschichten arbeiten auch die Polizeibehörden wie Interpol zum Beispiel. Ne? Aber ich betone, das geht nur bei Ermittlungen. Was muss ein Unternehmen jetzt tun? Wir sind gefordert, es gibt aufgrund der beiden Komponenten zunehmende Angriffe aus China und das sehr restriktive Cyber Security Law gibt es jetzt Druck auf unsere westlichen Unternehmen. Genau, hier übernehme ich dann wieder. Natürlich können wir Ihnen jetzt keine komplette Liste liefern, was Ihr Unternehmen alles tun muss, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie auf jeden Fall schon mal tun können. Punkt 1, Sie können schon mal ermitteln, ob Sie zu den CIOs zählen oder nicht. Das ist sehr relevant. Wie vorher schon erwähnt, sind Sie kein CIO, dann betreffen Sie einige der Regelungen des Cyber Security Laws gar nicht. Das erleichtert die Sache natürlich. Daher sollten Sie jetzt erstmal analysieren, sind Sie tätig in einer der betroffenen Branchen, die ich vorher genannt habe, also zum Beispiel E-Commerce, E-Government, bestimmte Datenverarbeitung, wie Sie es eben auf den Folien vorher sehen konnten. Dann müssen Sie ermitteln, Ihre Abhängigkeit von Informations- und industriellen Kontrollsystemen, also von Ihrem Informations- bzw. industriellen Kontrollsystem. Wie abhängig sind Sie hiervon und wie groß sind die Folgen bei Schaden oder Störung des Systems bzw. Datendiebstahl? Wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, dass Sie in der betroffenen Branche sind, eine hohe Abhängigkeit von Ihrem Datensystem haben und eine Störung dieses Systems nicht unerhebliche negative Folgen hätte, dann sind Sie definitiv ein CIO. Sollten Sie nicht in der betroffenen Branche sein, können Sie trotzdem noch nicht aufatmen. Je nachdem, welche Menge an Daten Sie sammeln, beziehungsweise wie sensibel diese Daten sind oder wie große Störungen oder wie große negative Folgen die Störung des Systems für die gesellschaftliche, wirtschaftliche oder für gesellschaftlich oder wirtschaftlich eben hat oder sogar nationale Folgen hat. Je nachdem sind Sie eben doch auch CIO. Unabhängig davon, ob Sie CIO sind oder nicht, müssen Sie Ihren Handlungsbedarf sehr sorgfältig analysieren. Sie haben gesehen, es gibt viele Gesetze, es gibt viele Entwürfe, es gibt viele
Vorschriften, die eben nicht einen Gesetzescharakter haben oder eben auch Standards, was Sie machen sollten. Schauen Sie, welche dieser Gesetze für Ihr Unternehmen relevant sind. Schauen Sie, wo in der Normenhierarchie diese Vorschriften und Gesetze einzuordnen sind. Schauen Sie, welche der Verpflichtungen aus diesen Gesetzen für Ihr Unternehmen zutrifft. Und erstellen Sie dann eine To-Do-Liste, die Sie nach Dringlichkeit strukturieren. Ganz oben steht natürlich das Cybersicherheitsgesetz. Dieses ist aber an einigen Stellen unklar. Das heißt, Sie müssen auch die anderen Gesetze mit beachten. Und werfen Sie bitte nicht gleich alle Vorschriften, die momentan nur im Entwurfscharakter sind, über Bord. Sie sollten sie zumindest auch schon mal analysieren. Natürlich kann es, bevor diese Vorschriften in Kraft treten, noch zu Änderungen kommen. Aber die Grundstruktur ist meistens schon erkennbar. Und gerade momentan sind einige dieser Entwürfe schon so lange im Entwurfsstatus, dass damit zu rechnen ist, dass sie relativ bald 2019, 2020 in Kraft treten. To-do für alle Unternehmen sind auf jeden Fall die Entwicklung von Regeln und Betriebsverfahren für ein internes Sicherheitsmanagement. Hierzu sage ich nicht mehr viel, Sie haben es ja vorher schon gehört, Datenschutzbeauftragte und so weiter. Dann natürlich das Ergreifen technischer Maßnahmen zur Überwachung und Aufzeichnung des Netzwerkbetriebs und von Cybersicherheitsvorfällen sowie die Aufbewahrung relevanter Weblogs. Und natürlich auch das Ergreifen bzw. das Ergänzen der vorhandenen Netzwerkstruktur in Bezug auf Sicherheit. Sie müssen analysieren, was ist schon vorhanden und was müssen Sie noch hinzufügen, beziehungsweise möglicherweise, was von den schon vorhandenen Einrichtungen, von der vorhandenen Hardware darf in Zukunft nicht mehr verwendet werden, wie bestimmte VPN-Server, derartiges. Wenn Sie mehr Daten als von 500.000 Personen verarbeiten, brauchen Sie auf jeden Fall das eigene Datensicherheitsteam. Auch auf jeden Fall sollten Sie Mitarbeitertrainings durchführen, Compliance-Trainings. Wie muss mit Daten umgegangen werden? Was dürfen Mitarbeiter und was dürfen Mitarbeiter nicht? Hier gab es in China zum Beispiel einen Fall, in dem das Unternehmen selber gar nichts davon wusste, dass Mitarbeiter privat quasi Daten abgezapft und verkauft haben. Hier ist es ihre Pflicht, die Mitarbeiter so zu trainieren, dass sie nachweisen können, dass die Mitarbeiter wussten, wie sie sich verhalten müssen. Sollten sie das nicht tun, haften sie natürlich mit, wenn Daten illegal verkauft werden. Dann sollten sie auf jeden Fall überprüfen, was für Personal mit sicherheitsrelevanten Daten bzw. mit Daten eben umgeht. Können Sie diesem Personal vertrauen? Es sind vielleicht kriminelle Aktivitäten schon bekannt. Sie sollten auf jeden Fall überprüfen, dass Sie dem Personal, das mit sensiblen Daten umgeht oder großen Datenmengen vertrauenswürdig ist und weiß, was Sie tun dürfen und was nicht. Auch wichtig, die Erstellung von einem Notfallplan im Falle von einem Sicherheitsvorfall. Sie müssen, wenn sowas passiert, schnell handeln. Es darf nicht passieren, dass Ihr Unternehmen dasteht und nicht weiß, was Sie tun sollen. Auch wie hier mit der DSGVO müssen Sie Sicherheitsvorfälle an die Behörden melden und so schnell wie möglich Gegenmaßnahmen ergreifen, sowie die Folgen analysieren und eventuell eben auch betroffene Nutzer oder die betroffenen Personen informieren. Auch wichtig ist die jährliche Datenschutzfolgeabschätzung, zusätzlich natürlich zu Datenschutzfolgeabschätzungen, wenn Sie Daten an Dritte weitergeben, auch eben ähnlich der DSGVO. Sie müssen zusätzlich eben zu diesen Datenschutzfolgeabschätzungen bei Weitergabe von Daten an Drittfirmen, müssen Sie auch jährlich für Ihr Unternehmen selber eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen. Und dokumentieren Sie alles und dokumentieren Sie es gerichtsfest. Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie ein Problem. Das heißt notarisieren. Ich empfehle grundsätzlich implementierte Maßnahmen, Instrumente in China immer zu notarisieren, dass es im Fall der Fälle eines Prozesses, dass Sie auf der sicheren Seite sind.
Genau, in China, etwas anders als in Deutschland, müssen bestimmte Beweise vor Gericht immer in notarisierter Form vorliegen. Deswegen, wie Herr Dr. Fuchs eben sagt, richtige Dokumentation, gerichtsfeste Dokumentation bedeutet Notarisierung. Auch ein To-Do, egal ob Sie Netzwerkequipment verkaufen als Firma oder als Sie, ob Sie einfach als Firma nur Netzwerkequipment noch zusätzlich kaufen für Ihre Sicherheitsstruktur, müssen Sie entweder, wenn Sie verkaufen, überprüfen das oder beziehungsweise Ihre Produkte zertifizieren lassen, damit diese dann an andere Firmen verkauft werden dürfen. Oder, was wahrscheinlich mehr von Ihnen betrifft, Sie müssen, wenn Sie selber sicherheitsrelevantes Equipment kaufen, darauf vorbereitet sein, dass dieses einer Sicherheitsuntersuchung unterzogen werden muss. Hierzu übergebe ich auch nochmal, also hierzu und zu weiteren Hardware- und Software-Fragen, also technischen Fragen, übergebe ich jetzt auch nochmal an meinen Kollegen John. Hello, this is John again. So first of all, I'm going to introduce you some legal requirements that introduced by the cybersecurity law. First of all, is the filing and rating system. Frankly, the filing and rating are not required by the cybersecurity law, but required by the Great Protection Law, which is introduced in 2008. But at that time, the internet was not so popular in China, so people didn't really pay many attention to it, even the government. And das ist eben die Vorschrift, auf die ich vorher schon Bezug genommen habe, mit den 5 Stufen der Sicherheitsklassifizierung. Yeah, this is the mentioned one. And then we recommend that you take care of the law that introduced in 2008. And then second of all, we think that the data security is the most concerning thing in your company. So we recommend you to get some consult about the data storage in China and data transfer back to Europe or data encryption, which hardware that will be used, I will introduce in the next. So first of all, that we recommend your company get a firewall and a gatekeeper. The most companies, they confuse about the firewall and the gatekeeper, and then because some sellers tell them that if you have already got a firewall, you don't need a gatekeeper, and this is totally misleading. And if you are going to need a gatekeeper, it's going to depend on your topology of your internet. If we are going to say that you have 2 systems in your company, which is one for developer and second one for the seller, and then you need some data connections between these 2 systems, then you totally need a gatekeeper. And for another thing is the VPN server. People always say that VPN is banned and VPN is a very sensitive topic back in China. But the case is that for companies, if you file it, and then you can totally use a VPN. So we recommend you to use a VPN server combined with a legal encryptor, which I will introduce in the next clip, and then transfer your data and then protect your data security. One of the most thing I like is about the cyber attacks tracer, which is, as I mentioned, in China, there are red hackers, and then they even got Russia or American hackers. But the tools they used, is they got fingerprints. So we have used the honeypot technology, and then based on the public fingerprints and then some of our private fingerprints, and then we can determine who is attacking you and where he is and which kind of organization he belongs to. And if you just randomly got an encryptor from Europe and without an OSCCA certification, then it's not allowed to use in China. Because in China, the OSCCA has approved some kind of encryption standards, which is like SM1 or SM4, and the international standard, which is AES or RSA system. So we recommend you to get an encryptor to encrypt and transfer your data by the encryptor that fulfills the both systems. And the state of art technology now used today is to use the background noise to generate the private key. And then I believe that the most encrypted that used before is to use the mouse movement. So we recommend you to replace it with a legal one and safe one.
I believe that most of the companies has already installed security software. And then for the companies with some sensitive data, I also recommend that you install the data leakage protection software, which is by protecting your sensitive data from getting away of your company. They use the deep learning technology. They can learn the symmetric of the text, and then they can ban the specific information that passed the gateway. And for the systems that are graded as 3, 4, or 5, they have to do a penetration test. And for the penetration test, there are two standards, which is first of all the national standards, which is will be checked during the inspection. And second of all is the international standard, which is OWASP. It's an open source test, penetration test. And then generally speaking, it can protect your system better than the general, better than the national standards. For the cybersecurity training courses, the cybersecurity team of your company should do the courses. It's required by the cybersecurity law for the level 3 and 4 graded system. And then for the experts, I recommend them to take a CIIPA courses, which is an international one, but also get recommended in China. And then for the cybersecurity team, I recommend them to take a CSIIP courses and capture the FAC attack and defense courses. And for all the employees, I recommend them to take some basic cybersecurity courses and then get to know what they shouldn't do in the company, like installing uncertificated USB stick in your computer. Okay, danke John. Das war es dann auch inhaltlich schon von uns. Dann, ich würde noch kurz darauf eingehen, was wir als China Brand für Sie tun können. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Compliance, Tests, Trainings und Hard- und Software an mit unseren Partnern in China. Wir können also helfen erstmal bei der Analyse des Handlungsbedarfs, also der Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Strategieentwicklung, Dokumentation und der Formulierung eines Emergency Plans. Wir können auch Tests bei Ihnen durchführen. So wie zum Beispiel die Sicherheitseinstufung nach diesen fünf Stufen, die Penetrationstests für CIOs und verschiedene simulierte Angriffe eben zu den Überprüfungen der Sicherheit ihres Systems. Auch die eben genannte Trainings können wir in China für Sie anbieten, also CIIPA-Trainings, CISSP-Trainings und so weiter. Und wir können Ihnen auch dabei helfen, Ihr Sicherheitssystem auszubauen beziehungsweise erstmal zu überprüfen, was ist vorhanden, was wird noch benötigt und wo gibt es Schwachstellen. Das war's von unserer Seite. Dann würden wir jetzt auf Ihre Fragen eingehen. Jetzt muss ich mal mich hier in das Fragenfenster kurz einarbeiten. Kann man das größer ziehen? Eine Sekunde. Jetzt geht es. Hier erste Frage ganz allgemein. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Cybersecurity in China ein? Wird es weitere Einschränkungen geben? Ganz klare Antwort, ja. Aufgrund der geopolitischen Entwicklung. Die USA versuchen China in der Entwicklung niederzuhalten. Das ist ein ganz langfristiger Trend. Es geht jetzt nicht kurzfristig um irgendwelche Zollstreitigkeiten, Handelskriege. Wir sagen, wir stehen am Anfang eines Technologiekrieges. Das heißt, China wird zunehmend angewiesen sein auf Technologien aus Europa, aus dem Westen, weil die USA eben blocken. Das heißt, wir erwarten weitere sehr stark zunehmende Angriffe. Stichwort ist auch Cyberwar, militärische Aktivitäten auch im Hochtechnologiebereich gegen europäische Unternehmen, weil die USA einfach als Lieferant ausfallen. Andere Frage. Frage zu Artikel 21, Speicherung der Logdaten von Netzwerkkomponenten. Muss diese Speicherung in China erfolgen oder kann sie bei internationalen Unternehmen auch außerhalb von China
erfolgen? Kann diese Speicherung auch außerhalb von China erfolgen? Stichwort zentrales Logging, SIEM. Grundsätzlich hängt es davon ab, was für eine Art von Unternehmen Sie sind. Logdaten können Sie auch außerhalb von China speichern. Ich möchte jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Ich würde die Frage nochmal überprüfen und dann per Mail auf Sie zurückkommen. Grundsätzlich sehe ich hier aber primär kein Problem. Ich werde per Mail nochmal drauf antworten. Dann eine weitere Frage. CSL, Cyber Security Law, gilt scheinbar nicht für Firmen in Hongkong. Wie schaut es aus, wenn eine Firma in Mainland China das Rechenzentrum in Hongkong hat? Grundsätzlich gelten die Vorschriften für die Speicherung von Daten in China auch nur für Daten, die in China erhoben wurden. Das hängt also jetzt von der Struktur Ihrer Firma ab. Die Firma ist in Mainland China, das Rechenzentrum in Hongkong. Wenn Sie die Daten in China erheben, müssen Sie diese auch in China speichern. Das ist auf jeden Fall definitiv so. Hongkong ist datenrechtlich Ausland für China. Ja. Ja. Na, definitiv, genau. Ja. Inwiefern ist man als Zulieferer an Firmen im Bereich der kritischen Infrastrukturen betroffen, zum Beispiel bei Meldepflicht? Die Meldepflicht, inwiefern ist man als Zulieferer an Firmen? Die Frage ist nicht ganz klar. Zulieferer von Equipment, von IT-Equipment oder Zulieferer von Industriekomponenten in China. Ne? Genau. Beides ist möglich. Grundsätzlich sind Sie als Zulieferer von kritischer Infrastruktur nicht automatisch auch kritische Infrastruktur. Je nachdem, welche Daten Sie aber eben selber auch dann erheben oder welche Daten Sie von einem CIO mitgeteilt bekommen, betrifft es Sie natürlich, betreffen Sie die Regeln natürlich auch. Da müssen Sie analysieren, inwieweit Sie eben selber auch derartige Datenmengen verarbeiten, vor allem personenbezogene oder sehr sensible Daten. Dann könnten Sie selber eben auch CIO sein. Die Meldepflicht von Vorfällen gilt grundsätzlich für alle Unternehmen. Natürlich ist hier eine gewisse Schwelle, wenn ein Hackerangriff vorliegt und Sie davon ausgehen müssen, dass enorme Datenmengen möglicherweise abhanden gekommen sind bzw. gestohlen wurden, trifft Sie auch die Meldepflicht. Dann eine weitere Frage. Wo müssen diese Vorfälle gemeldet werden? Gibt es da eine zentrale Stelle? Es gibt keine zentrale Stelle. Es gibt die Cyberspace Administration China, aber es gibt auch regionale Büros, die dann für Sie verantwortlich sind, was Datensicherheit angeht, an die Sie sich dann wenden können. So. Eine Frage noch von mir. Welche Rolle spielt das Social Credit System? Soweit ich weiß, wandern westliche Unternehmen, wenn sie gegen diese ganze Regeln verstoßen, in Corporate Social Credit System. Das heißt, sie werden negativ notiert. Ne? Unternehmen, die gegen verstoßen. Gegen dieses Gesetz verstoßen. Genau. Sie haben sicher alle schon vom Social Credit System auch gehört, ein System, in dem China Unternehmen Scores zuteilt, je nach Vertrauenswürdigkeit gewissermaßen. Hier werden eine Menge von verschiedenen Faktoren berücksichtigt, aber natürlich ist jedes Gerichtsverfahren oder jeder Verstoß eines Unternehmens gegen Gesetze ein Faktor, der in den Score eines Unternehmens einfließen wird. Und es ist davon auszugehen, dass die Veruntreuung von Daten bzw. der unsorgfältige Umgang mit Daten zu einer enormen Verschlechterung des Scores führen kann, je nach Ausmaß der Datenveruntreuung bzw. der Probleme. Hier ist aber auch zu sagen, wenn etwas passiert
und Sie mit den Behörden kooperieren und schnellstmöglich dagegen vorgehen können, dann minimiert das natürlich wieder den negativen Einfluss auf den Score. Dann noch eine weitere Frage, die wir gerade bekommen haben. Wie betrachten Sie die Sicherheit von Huawei-Produkten? Kann ich diese weiterhin einsetzen oder habe ich da ein Risiko? Eine gute Frage und sicher auch eine Frage, die viele von unseren Zuhörern beschäftigen könnte. Wir stecken natürlich auch nicht in Huawei mit drinnen, aber es ist bekannt, dass chinesische Konzerne, chinesische Unternehmen die Verpflichtung haben, mit der chinesischen Regierung zu kooperieren und im Zweifelsfalle, wenn diese Daten anfordert, diese auch herausgeben müssen. Insofern sollten Sie das immer im Hinterkopf haben, nicht nur bei Huawei-Produkten, sondern auch allen anderen chinesischen Produkten. Nichtsdestotrotz würde ich hier keine Panik verbreiten wollen, ein Huawei-Handy weiterhin als Privatperson einzusetzen, ist sicher kein Problem. Ob man jetzt ein Huawei-Handy allerdings als Diensthandy an die Mitarbeiter austeilen möchte, ist eine andere Frage. Und ob man Huawei-Produkte für die eigene Cybersecurity, vor allem auch außerhalb von China einsetzen möchte, muss jedes Unternehmen dann am Ende doch für sich selber entscheiden. Ich sehe das nach 20 Jahren China-Beratung etwas kritischer. Huawei hat nachgewiesenermaßen eine langjährige Spionage-Historie. Das fing damals mit Cisco an. Wir haben jetzt wieder aktuelle Fälle Verhaftung in Polen, Mitarbeiter, Industriespionage in USA, laufen mehrere Prozesse. Die Deutsche Telekom war betroffen in den USA mit einem Robotersystem. Also wir haben keine Beweise, aber wir haben sehr, sehr viele Indizien, dass Huawei doch ziemlich kritisch zu betrachten ist. Huawei arbeitet eng mit der chinesischen Polizei, mit Behörden in Sachen Überwachungstechnologie gegen Uiguren zusammen. Also das verdichtet sich ganz einfach. Ich würde davor warnen, mit Huawei eng zusammenzuarbeiten. Ich begrüße die Sperre von Huawei in verschiedenen Staaten. Denken Sie sich mal den Netzwerkausrüster rein. Wenn herauskäme, dass Huawei in der Tat irgendwelche Backdoors einbaut und unsicher ist, müssten Sie das ganze Equipment rausreißen. Das sind Milliardenverluste. Ne? Also ich warne davor einfach. Gut, haben wir weitere Fragen jetzt noch? Wir müssen mal blättern in diesem Fenster. Ich sehe hier nichts mehr, das sind wir durch. Ein Hinweis für Sie, wenn Sie sehr spezifische, projektbezogene Fragen haben, die Kollegen sind Anfang März wieder in China. Wir arbeiten in China, haben wir ein mehrköpfiges IT-Expertenteam, also Informatiker, Programmierer, Ingenieure, die sich um diese Technik kümmern, die auch zuverlässig sind, zum Teil DIN ISO-zertifiziert sind. Und wir haben regelmäßig Sitzungen mit den Mitarbeitern. Die Kollegen können dann irgendwelche Spezialfragestellungen mitnehmen. Das war, glaube ich, die erste Märzwoche, wo ihr drüben seid. Genau, oder? Genau in der ersten Märzwoche sind wir dort. Und dann kann man das in dieser Sitzung, da werden so Projekte besprochen, gleich mit bearbeiten. Gut, sind wir durch? Dann sind wir durch. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit, war sehr interessant. Das Video ist aufgezeichnet, wir stellen das online und Sie erhalten als Teilnehmer die ganzen Charts per E-Mail dann zugesendet. Ne? Super, genau. Vielen Dank und eine gute Zeit.